Hallo und herzlich willkommen zurück bei Prey Mooncrash. Ich habe die Simulation zurückgesetzt. Okay, die hat das Ding auch nicht. Hopp auf. Los geht's. Okay, interessiert uns hier nicht. Wir müssen los. Also, jetzt habe ich das raus, wie man dann die Putzfrau freischaltet. Man bekommt ein Kampagnenziel ja erst, wenn man mit dem die Flucht durchgemacht hat. Ziele: Flucht mit dem Shuttle entkommen, Fluchtkapsel entkommen, auszutreiben, entkommen. Vögelchen heißt mir gezwitschert. Findet die in Erinnerungsmarker. Besatzungseinrichtung. Zack, 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 zack. So, was hast du dabei, was wir brauchen können? Munition. Da kommen wir so durch. Jetzt ist die Frage, nehmen wir das mit? Komm, ich hab mit der wegen mehr vor. Oh fuck. Scheiße. Ist hier drin ein Rohr? Ja, fuck you! Fuck auf die scheiß Rohrzange! Virtuelle Mountier-Software, Version 1.0. Du bist der Falsche! Verpiss dich! Ich wollte das da aufrufen. Wissenschaftsoperator unterstrich alt Punkt OBJ. Stimme. Synthesen. Ein Pflicht. Willst du mich verarschen? Wir sind da. Oh, was willst du, hä? Was willst du machen? Oh. Den müssen wir kurz dahinter locken. Zack. Schnell, schnell, schnell. Und tschüss. Wehe, da ist jetzt wieder so ein scheiß Riesending. Oh, willst du mich verarschen? Was ist denn jetzt schon wieder los? Ah. Okay. Warte mal, hab ich reparieren? Hab ich das irgendwie gemacht? Ich hab reparieren 1. Mist. Das wird reparieren 4 sein, ne? Scheiß drauf. Ich Idiot, man rüstet doch anders aus. So rum. What the fuck? Reparieren 2, scheiße. Alter! Seht ihr das auch, was ich gerade sehe? Leck mich fett. Das ist ja übel. Ich dachte, man schmeißt es so hin und da, wo es aufkommt, setzt es halt Glue frei. Dass das halt mal gleich die ganze Basis dass es den ganzen Gang zubaut. Das habe ich nicht erwartet. Übel. Trendstar-Belohnung, herausragender Mitarbeiter mit Bonus-Neuromods, behält sich allerdings das Recht vor, einige aggressive Neurotomie vorzunehmen, um sie im Kündigungsfall wieder zu entfernen. Abtoregressive, nicht aggressive. Er benutzt solche Wörter, verdammte Scheiße, wir sind hier nicht in irgendeinem Labor oder so. Abtoregressive. Ich glaube, das habe ich noch nie gehört. Ha! Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Äh,
diese Ladezeiten machen mich fertig. Wenn die Spiele nicht so geil wären, dann hätte ich schon wegen den Ladezeiten gesagt, irgendwann so, nee, keine Lust mehr. Ich könnte sie natürlich auch für euch kürzen, ne? Aber wisst ihr, wie arschig das ist? Das habe ich mal bei einem Let's Play gemacht. Immer die Ladezeiten rausgekürzt und da hat man wirklich immer wieder gewechselt und das ist ja alter Schwede. Da zocke ich lieber eine Stunde, als dass ich 2 Stunden dranhocke und die Ladezeiten aus 5 Videos rausschneide. Jetzt, wenn ich ein Vollzeit-Let's Player wäre, was ich wahrscheinlich nie werde, ist ja auch klar, ne? Hier spricht Direktorin Riley Yu. Aufgrund ihrer Teilnahme an unserem neuen Fähigkeitsübertragungsprogramm wird Technikerin Angela Wagner nach dem Abschluss dieses Zyklus zur Betriebspilotin befördert. Glückwunsch, Miss Wagner. Was wollte ich sagen? Wenn ich ein Vollzeit-Let's Player wäre, könnte ich das natürlich freilich machen, aber man möchte halt auch ein bisschen zocken, ne? Hallo? Und? Ja! Bam! So, die goldene Kiste, was haben wir da drin? Den brauche ich doch gar nicht. Ich habe doch geile Chipsätze. Das nehmen wir mit. Und ja, ich denke dran. Wenn wir hier gegen. Ich denke dran, dass wir diesmal. 3, 2, 1. Diesmal unser. Du Arschloch! Wo kommst du her? Was für ein Wichser! Warum ist da hinten auch sowas? Da ist auch so ein Drecksmimik. Hör auf wegzulaufen, ich will dich nur umbringen. Oh. Geh weg von mir! Alter, du wirst mich doch verarschen, wie viel Muni habe ich für den weggehauen? Wo muss ich eigentlich hin? Oh, ich muss nach oben. Ist hier drin eigentlich irgendwas Neues? Und? Ja. Aber ich brauche mir. Was ist das für eine Kiste? Okay. Okay, wir sind voll. Geht's denn da schon wieder hin? Hä? Oh! Kuhstrahl! Oh fuck! Mach mal! Hinter dir? Du bist so unnütz! Wie der es betäubt! Wie kann man sowas betäuben? Geh weg! Der ist auch betäubt! Was zur Hölle geht hier gerade ab? Halt, das ist ein Kuhstrahl gewesen. Scheiße, Mann, ich verliere mein Ziel wieder aus den Augen. Wir müssen uns so schnell wie möglich schicken, dass wir zum Ding kommen. Weiter oben. Ah, jetzt, ihr wollt mich doch verarschen. Hä? Der ist der Stuhl, oder? Kleines Arschloch. Alter, really? Was hat der dabei? Geil, zerknittertes Papier, du bist so sinnlos.
denn jetzt? Drauf, was mit Brain Chung passiert ist. Hier spricht Ken. Oh Gott, lebt er noch? Sag bitte, dass er noch lebt. Oh Gott, habe ich das wirklich getan? Joan, hör auf. Du weißt doch, dass ich dir nichts... Nein, nein, bitte. Du musst es mir sagen. Irgendwas. Angeblich kannst du ihn retten. Ich kann das nicht gewesen sein. Du kennst mich, Ken. Du weißt, dass Joan. Selbst mit verringerter Schwerkraft war der Mondstein, der auf ihn gekracht ist, ziemlich groß. Ich kann dir nur versichern, dass wir unser Bestes tun werden. Ich muss nur wissen, dass alles gut wird. Morgen. Wir arbeiten an ihm. Auf Wiedersehen. Was zur Hölle war das gerade? Warum hat er den erschlagen? Momentan ersetzt er dann jetzt das Hassel von zerstörten Operator an der Einheiten. Was? Bin ich immer noch hier um. Was hat er eigentlich dabei? Nix, Scheiß. Zwei Meter, ne, wir sind da drin, wir müssen hier irgendwas suchen. Notiz, Ken, Sie müssen endlich damit aufhören, Ihr Passwort auf dem Schreibtisch liegen zu lassen. Sie haben so viel mit dem Büro oder wir nicht. Okay. Auf dem Schreibtisch? Hä? Oder? Nix. Da! Was haben wir da? Neues Passwort. Das ist doch nicht auf dem Schreibtisch, Alter. E-Mail. Sie Idiot, die Sicherheit hat mich gerade darüber informiert, dass Joan Winslow Informationen über Chung verlangt. Sie ist in diesem Moment soeben ins Büro unterwegs. Tun Sie etwas. Dr. Mizuki, ein Team aus ist auf dem Weg in Ihr Büro. Bitte bereiten Sie das Subjekt auf den Transport vor. Sie haben nach einem guten Kandidaten gefragt. Ich habe einen. Er wird es nicht schaffen. Nach deinem Herzstillstand haben Sie höchstens 10 Minuten. Damit sind wir quitt, was mich angeht. Was geht hier vor sich? Ich habe gerade den Alessandra gesprochen und sie sagt, dass Brian nicht in der Klinik ist. Wenn er also noch dort ist und auch nicht tot ist, wo zum Teufel ist er dann? Wo jetzt? Was ist das da? Hallo? Finde Brian Chung. Ah. Sprich, ich muss nur in die anderen Quartiere. War das da unten? Nein, das war glaube ich da hinten, oder? Oh halt, hier waren wir noch nicht, ne? Repariere. Hallo. Brain Pillen. Da ist so ein Heilungsding. Anti-Red. Wahrscheinlich sollte ich mich nicht zu lange aufhalten, weil ich wahrscheinlich danach auch. Guten Tag, Pythias. Das Basketballturnier letzte Woche war ein voller Erfolg. Die Lunatics haben gegen die Traitors gewonnen und sich wieder mal den Pokal geholt. Das macht 3 Siege in Folge für die Leute von der Sicherheit. Außerdem sind die Phantoms noch auf der Suche nach Spielern.
wenden Sie sich wie immer an Mr. Safra in der Besatzungseinrichtung, um Zeit im Fitnessbereich zu reservieren oder sich anzumelden. Hey, hier muss doch auch ein Sicherheitsding geben, oder bin ich jetzt blöd? Oh, fuck. Oh nein, nee. Ups. Stirb. Fuck. Fitnesscenter. Gibt's denn hier Kassicherheitsdinge auf der Ebene? Scheiße, Mann. Karte ist da. Da sind nur die Räume. Nee, warte. In der Richtung waren irgendwo so Räume. Hä? Ach, da ist auch einer drin. Fuck you! Drecksmimik. Habitat-Module. Wow. Dir geht's nicht gut, hä? Danke. Wow. Die sind noch viel geiler, oder? Ne, die ist genauso. Nochmal Module. Oh, du hast mich nicht gesehen! Wie das einfach ein Rad schlägt, die dumme Drecksau. Hier war hier nicht irgendwo ein Sicherheitsding? Ja, komm ja auch dann. Hab wieder Module. Da! Scheiße! Kam ich da irgendwie rein? Da bringt es sich zu strecken gar nichts, Mann. Und ich habe keinen Ersatzteil, das ist so eine Scheiße. Kann ich irgendwas einfach zerlegen? Nee. Das ist jetzt doof. Durchgebrannte Platine, Recyclerladung, Anzug-Reparatur-Kit. Auch wenn ich gerade nicht weiß, warum ich die mitgenommen habe. Die Disruptor-Pistole. Müssen wir jetzt echt nochmal in einen anderen Bereich gehen deswegen? Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Wir müssen jetzt in einen anderen Bereich, um zu dem Security-Ding zu kommen. Und von da oben vielleicht eins? Oh ja, da geht's zum Shuttle. Boah, du kleines Arschloch! Was für ein Wichser! Habt ihr das gesehen? Was für ein dämliches Arschloch. Option benehmen. Disruptor-Batterie. Zack. Die Pistole. Besatzung. Brian Chun. Da ist er nicht. Oh, der wird in den Laboren sein, stimmt's? Brian Gately. Moonworks. Brian Chung! Bitte aus Labor, ich hab doch gewusst, dass die da drin sind. Komm schon. Ja, ich denke mal, bevor wir versuchen mit allen zu entkommen, sollten wir wirklich schauen, dass wir... Kisten ist ja immer nix. Dass wir erstmal die ganzen Lösungen machen, ne? Für die ganzen. Okay, kann man anfordern. Jetzt geht's wieder! Drecksding. Oh, was ist das? Können wir ja liegen lassen.
Boah, wirklich? Leck mich, Spiel. Leck mich. Fick dich einfach, du dämliches Scheißspiel. Alter Schwede. Das Spiel will mich doch unbedingt fertig machen, oder? Jetzt darf man außen rumgehen. Was liegt denn da rum? Ja, der kennt's gleich oben. Jetzt soll man wirklich außen rumgehen. Ist ja nicht so, als ob ich unendlich viel Zeit hätte. Aber gut, hier beende ich jetzt die Folge. Ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder in der nächsten. Mach's gut und Servus.